Hallo und herzlich willkommen zur RML Newbie Box Begleitgitarre. Heute zum Thema der gebrochene Fingeranschlag. Der gebrochene Fingeranschlag ist eine Technik, bei dem die Akkordtöne nicht gleichzeitig wie beim geschlossenen Fingeranschlag angeschlagen werden, sondern nacheinander. Man spricht von der sogenannten Akkordbrechung oder dem Arpeggio. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Fingergrundhaltung ist dieselbe wie beim geschlossenen Begleitanschlag und auch hier benutzen wir den sogenannten nicht angelegten Anschlag, also das Tirando. Und der Unterschied zum geschlossenen Begleitanschlag ist, dass wir hier jetzt jede Saite einzeln anschlagen. Das machen wir erstmal in diesem 6/8-Takt. Das heißt, wir spielen 6 Anschläge pro Takt. Daumen, Zeige, Mittel, Ring, Mittel, Zeige, 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist schon mal der Anfang von Nothing Else Matters von Metallica. Denn dieser Song beginnt exakt mit diesem Pattern. Das nur mal am Rande, falls es dich interessiert. Um jetzt aus diesem 6/8-Takt einen 8/8-Takt zu machen, hängen wir einfach noch 2 Achtel hinten ran, und zwar den Daumen und den Zeigefinger. Und das klingt dann so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daumen, Zeige, Mittel, Ring, Mittel, Zeige, Daumen, Zeige. Und damit liegen die Betonungen jetzt auf der 1, auf der 3, auf der 5 und auf der Zählzeit 7. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei die Hauptbetonung eines Taktes natürlich meistens auf der Zählzeit 1 liegt und die 3, 5 und 7 in dem Fall Unterbetonungen wären. Und wenn wir dann nicht bis 8 zählen, sondern bis 4 und die 4 unterteilen in 1 und 2 und 3 und 4 und, dann haben wir einen wunderschönen gebrochenen Viervierteltakt mit den Betonungen auf der 1, der 2, der 3 und der 4. 1 und 2 und 3 und 4 und. So, das war's schon wieder mal für heute. Aufs nächste Mal wird sich gefreut. Tschüss und keep on training.